Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist in Zusammenarbeit, so nenne ich es einfach mal, weil wir ja nicht zusammen aufnehmen, mit der lieben Lina. Ihr Kanal ist auf jeden Fall auch unten verlinkt und ihr Video dazu auch. Schaut auf jeden Fall auch bei ihrem Instagram vorbei, weil sie bearbeitet wunderschön, also wirklich wunderschön. Also schaut mal vorbei. Auf jeden Fall dachten wir uns, dass wir eine Foto-Challenge machen. Und zwar hat er für jeder von uns zwei Fotos gemacht und die haben wir uns gegenseitig geschickt. Und die beiden versucht jetzt, der andere nachzustellen. Und das Foto blende ich immer hier ein und ich habe das nebenbei auf meinem Handy, da schaue ich immer drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Heimatstall und schauen wir mal, was wir dafür brauchen. So, für das erste Pferd benutzt ihr als Pferd das Fancy. Ich weiß immer noch nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht. Ich probiere jetzt einfach das Outfit, so gut es geht, irgendwie nachzustellen. Ich habe, glaube ich, nicht alles, aber schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Satteldecke an. Ich glaube, das wird schon mal schwierig, weil, soweit ich weiß, ist das eine von Weihnachten oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist die rot und hat einen weißen Rand. Okay, wir machen erstmal mit was anderem weiter. Den Sattel habe ich aber, das ist der hier. Als Trense nehme ich jetzt einfach mal die. Das ist zwar nicht die gleiche, weil die halt so verzierte Nasen- und Stirnriemen hat. Ich wollte jetzt mal nach der Satteldecke schauen, vielleicht finden wir die, aber ich glaube wirklich, dass die irgendwann so ein Weihnachtsding ist. Okay, nein. Wir können aber nach den Bandagen schauen, ob ich die schon im Kleiderschrank habe. Ich habe nur dunkelrote, aber wir könnten uns bei der Gelegenheit vielleicht welche kaufen. Okay, ich glaube, der Ton kommt schon ganz gut hin. Ich weiß nur nicht, ob ich die kaufen möchte. 65 Starcoins? Okay, nein, wir nehmen unsere dunkelroten. Okay, ich habe mich dafür entschieden, dass wir einfach die nehmen, weil die passt, glaube ich, noch am besten. Als Oberteil nimmt sie sowas Rotes, also das hier, bloß in Rot. Ich habe nur sowas Ähnliches mit so Karos drauf, aber ich glaube, das sieht man nicht wirklich. Als Helm benutzt sie so eine rote Kappe. Wir nehmen, glaube ich, die schwarze. Dann hat sie eine karierte Reithose und die habe ich auf jeden Fall nicht, weil ich suche zurzeit nach so einer. Ich würde sagen, wir lassen unsere einfach an. Aber die weißen Schuhe müssten wir, glaube ich, irgendwo haben. Nicht? Ich dachte, wir haben diese weißen Schuhe. Okay, jetzt sind wir wirklich aufgeschmissen. Ich dachte immer, wir hätten genau die. Okay, das ist jetzt schwierig. Da nehmen wir einfach die. Das sieht nicht so gut aus. Okay, von den Handschuhen her müsste es, glaube ich, passen. Okay, ich glaube, dann sind wir komplett. Nein, sie hat noch eine Brille auf. Und zwar diese tiefsitzende. Und das ist die hier. Können wir bitte mal einen Lacher bekommen, dafür, dass das Oberteil und die Bandagen und die Schabracke überhaupt nicht zusammenpassen? Also, soweit ich das sehen konnte, ist sie auf dem Bild in Firgrove. Das wird, glaube ich, Sinn machen von Bäumen und eben dieser jetzt neuen Grafik. Ich glaube, ich weiß sogar, wo sie... Oh, diese Schuhe stört mich. Ich weiß sogar, wo sie ist, denn es gibt auf dieser Rennstrecke unten so ein langes Holzding... Ich glaube, ihr wisst nicht, was ich meine, aber... Ich weiß, was ich meine. Und da reiten wir jetzt einfach mal hin, weil da gibt es eben diese Blumen oder Beeren oder was auch immer das auf dem Boden ist. Ich könnte das Pferd eigentlich auch mal ausleveln. Das ist es, oder? Okay, ich habe mir gerade nochmal das Foto angeschaut und solange ich mich nicht komplett vertue, ist das das, weil hier ist auch dieser Stein mit diesem Strauch davor. Und jetzt versuchen wir einfach mal, das nachzustellen. Sie ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorne. Ja, auf jeden Fall galoppiert sie und ich würde sagen, wir galoppieren jetzt einfach mal so schräg hier drauf zu. Ja, okay, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Probieren wir das nochmal. Ich mache schon mal ein Foto. Aber ich glaube, es stimmt schon mal irgendwie so überein. Mein Aufnahmeprogramm hat irgendwie einfach abgebrochen und ich habe keinen Speicherplatz mehr. Habe ich übrigens. Just saying. Auf jeden Fall habe ich jetzt leider nicht gefilmt, wie ich dann, also ich glaube, ich habe es nicht mehr drauf, wie ich dann das Foto gemacht habe. Auf jeden Fall hat es relativ lang gedauert. Wir haben dann aber den perfekten Platz gefunden und das Foto seht ihr hier. Und ich finde es jetzt eigentlich ganz gut geworden. Ich habe noch ein bisschen was an den Einstellungen gemacht. Wie auch immer, das ist das Foto und ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Dafür, dass das Outfit jetzt eben nicht komplett passt, finde ich, haben wir das ganz gut hinbekommen. Für das nächste Outfit habe ich glücklicherweise das Pferd auch gleich da. Und zwar benutzt sie diesen braun gescheckten Isländer. Das ist bei mir Iceflower. Bei dem Set war ich auch ganz froh, als ich das gesehen habe, weil ich habe das auch ziemlich ungefähr so. Okay, also bei der Schabracke. Wir fangen beim Pferd an. Es ist, glaube ich, klar, was sie benutzt. Und zwar diese hier. Kann es sein, dass sie zu groß für das Pferd ist? Dann benutzt sie natürlich auch die Bandagen dazu. Beim Sattel, da weiß ich, welcher das ist. Der ist vom Moorland Shop
aber für den möchte ich gerade keine Starcoins ausgeben. Deswegen benutzen wir was anderes, rötliches. Ja, benutzen wir einfach mal das hier. Ich glaube, es ist sogar die gleiche. Es ist die gleiche, oh mein Gott. Okay, den Helm, den sie hat, habe ich, glaube ich, auch ungefähr so. Hallo? Sie benutzt entweder diesen Morland Show Helm oder den iberischen, aber ich glaube, es ist, ja, es ist der hier. So, bei der Hose weiß ich jetzt gar nicht, weil sie da auch eine dunkelgrüne Hose benutzt. Das ist dunkelgrün. Wir nehmen das einfach mal. Und als Oberteil das grüne Polo. Das wollte ich mir auch mal zu dem Outfit kaufen, habe ich aber nicht gemacht. Deswegen müssen wir, glaube ich, improvisieren und nehmen das hier. Und bei den Schuhen hat sie wieder die weißen Stiefel, die wir nicht haben. Deswegen... Hat die gerade ihren Zeh bewegt? Wow, was? Das ist richtig weird. Dann brauchen wir noch weiße Handschuhe. Dann nehmen wir einfach mal diese hier. Und dann hat sie auch wieder die Brille an, also die lassen wir jetzt einfach mal an. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich schon komplett. Und ja, das Outfit ist auf jeden Fall deutlich passender. Obwohl das andere jetzt auch nicht schlecht war, muss ich sagen. Okay, bei dem Bild ist, glaube ich, auch klar, wo sie es aufgenommen hat. Und zwar bei diesen Sonneninseln, heißen die Sonneninseln auf jeden Fall vor New Hillcrest. Und zwar töltet sie auf dem Bild. Wir fangen einfach hier mal schon mal an zu tölten. Und sie ist, glaube ich, ziemlich nah noch hier am Ufer. Also sie ist... glaube ich, auf keine der hinteren Inseln, weil man sieht ja im Hintergrund so die... Nee, man sieht die Brücke. Hä? Sie tötet auf jeden Fall weg von so einem großen Stein und einem Busch. Okay, wir töten jetzt hier einfach mal lang und probieren mal. Mach mal ein Foto. Ja, wenn die Beinhaltung vielleicht nicht so blöd aussieht. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass wir weiter nach vorne müssen. Okay, ich glaube, das kommt sehr viel besser dran. Aber sie ist trotzdem noch mehr in die Richtung. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich ziemlich genau, was zu tun ist. Ja, oh mein Gott, wir haben sogar die Beinhaltung. Und es ist, die Bandage hat da auch so ein weißes Loch. Okay, die Beinhaltung ist exakt so. Sie hat auf jeden Fall noch eine andere Tageszeit. Okay, ich glaube, so kommt das Bild eigentlich ganz gut hin. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir das relativ erfolgreich gemeistert haben. Hier seht ihr nochmal im Vergleich die beiden Fotos. Und ich finde, es hat schon Ähnlichkeiten. Also schaut, wie gesagt, gerne auf Linas Kanal auch vorbei. Ihr Video, der Kanal und ihr Instagram-Kanal ist alles in der Infobox verlinkt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie so mit meinen Bildern zurechtkommt und freue mich auch schon auf ihr Video. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Hi. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass es sich ähnlich sieht oder ob ihr findet, dass es gar nicht gelungen ist oder irgendwie so. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!